Nächste Frage hat der Reitschuster. Die Bundesregierung bricht das Gesetz und es ist ihr offenbar egal. Bei Thema Suizid, Selbstmord in der Corona-Zeit, sagt sie, die Daten soll man selber erfragen. Und bei der Verlängerung der epidemischen Lage sagt sie nichts dazu. Sie sagt, das entscheidet alles das Parlament. Das habe ich heute hier auf dem Schiffbauer Damm in der Bundespressekonferenz erlebt. Und jetzt ist die große Frage, wenn ich das so thematisiere, ist das dann Desinformation, ist das Propaganda? Das sind Dinge, die für mich wirklich schwer zu verstehen sind. Und ist das dann Skandalisierung oder ist es das nicht? Fangen wir mal an mit der ersten Frage, schauen Sie sich das an. Und Herr Reitschuster mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage zu Corona an Frau Nauber. Frau Nauber, laut Paragraph 4 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes muss das Gesundheitsministerium bis 31. März einen Corona-Bericht vorlegen. Ich habe Ihnen diese Frage am Mittwoch gestellt, ob der vorgelegt wurde. Sie haben versprochen, das nachzureichen. Ist nicht nachgereicht worden. Können Sie es hier beantworten? Danke. Ja, dieser Bericht befindet sich in Abstimmung mit den Ländern und wird dem Deutschen Bundestag dann so bald wie möglich vorgelegt. Zusatz, Herr Reitschuster? Nachfrage, das heißt, Sie haben also das Gesetz nicht eingehalten, was da vorgeschrieben ist. Warum halten Sie das Gesetz hier nicht ein? Danke. Naja, wir haben den Bericht den Ländern vorgelegt. Er ist jetzt in Abstimmung mit den Ländern und dann wird er dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Ja, beginnen wir damit, dass ich schon vorgestern diese Frage gestellt habe, dass man gesagt hat, man reiche das nach und dass nichts nachgereicht wurde. Also deswegen nur musste ich diese Frage zum zweiten Mal stellen. Und im Gesetz ist es sehr eindeutig. Die Bundesregierung muss das machen bis zum 31. März und sie hat es offenbar nicht gemacht. Und man sagt dann einfach, ja, so what? Ist das Skandalisierung, wenn ich darüber empört bin? Das wird mir immer vorgeworfen. Ich finde, wenn eine Regierung die eigenen Gesetze bricht, das Gesetz hat sie ja selber eingebracht, ihre Koalition in den Bundestag, dann ist das in meinen Augen etwas, ja, das muss man in meinen Augen skandalisieren. Also, das ist mein Verständnis. Ich finde das erschreckend und es ist vor allem eine, in meinen Augen, Missachtung des Souveräns, auch also der Bürger, die ja den Bundestag gewählt haben und der Bundestag hat das beschlossen. Und was mich da eben am meisten wundert, dass man das so nach dem Thema so what, also naja, können wir halt nicht, macht. Versuchen Sie das mal beim Strafzettel oder versuchen Sie das mal, wenn Sie einen Fehler in Ihrer Steuererklärung haben. So what, habe ich eben nicht geschafft. Und ich finde, dass solche Sitten nicht einreisen sollten und dass Journalisten das nicht einfach so hinnehmen sollten. Also fand ich auch schade, dass das niemand aufgegriffen hat. Aber das ist ja heute alles Desinformation, Propaganda und rechtsradikal, wenn man so der Bundesregierung auf die Finger sieht. Die nächste Frage zum Thema Selbstmorde. Nein, Herr Reitschuster? Ja, noch eine Frage an Frau Nauber. Es gibt immer wieder Berichte, dass in Zeiten von Corona die Zahl der Selbstmorde ansteigt. Ich hatte am 25.11. vergangenen Jahres Herr Kautz dazu befragt. Herr Kautz hat geantwortet, er habe die Zahlen noch nicht, er werde sie aber gegebenenfalls nachreichen. Ein halbes Jahr später kam noch keine Nachreichung. Haben Sie jetzt irgendwelche Zahlen? Danke. Zu Suiziden? Zu den Selbstmorden in Deutschland Entwicklung. Also ich habe jetzt keine Zahlen dabei. Ich kann gerne mich schlau machen. Aber wahrscheinlich finden Sie die auch selbst, ehrlich gesagt. Ich kann trotzdem gerne gucken. Können Sie sagen, ob die Bundesregierung in diesem Feld irgendwelche Untersuchungen hat, Studien, ob sie sich damit befasst mit diesem Thema, das ja doch viele Menschen betrifft? Danke. Ja, wir beide hatten ja hier am Mittwoch schon dazu gesprochen, inwiefern psychische Belastungen eine Rolle spielen in der Pandemie. Sie wissen, dass das RKI das sehr aufmerksam beobachtet. Zum letzten Jahr gibt es ja auch Zahlen dazu, also zur Frage nach psychischen Erkrankungen. Insofern selbstverständlich hat die Bundesregierung das im Blick. Ja, auch da wieder erstaunlich. Halbes Jahr nicht nachgereicht und auch jetzt zuerst mal schauen Sie selber nach.
Und ich habe Informationen auch aus Behörden von Insidern, die sagen, da gibt es einen massiven Anstieg. Und das wäre doch wirklich also eine explizite Aufgabe der Bundesregierung bzw. des Robert-Koch-Institutes als nachgeordneter Behörde, dass man das innerhalb von einem halben Jahr einmal aufklärt und sich das anschaut. Das passiert nicht. Aber wenn man darauf hinweist, Desinformation, Propaganda und rechtsradikal. Ja. Sie sehen, es ist ganz schön schwierig. Also offenbar muss man sich den Mund völlig zumachen und das Denken ausschalten, um nicht sich dem Vorwurf auszusetzen, man betreibe Desinformation, Propaganda und sei rechtsradikal. Für mich sehr verwunderlich. Dann ging es noch um die epidemische Lage. Sehen Sie sich das an. Hätte ich noch mal eine Frage an Herrn Seibert. Sie hatten ja, die Bundeskanzlerin hatte das ja auch gesagt, dass die Bundesnotbremse auslaufen könne. Was ist denn mit der epidemischen Lage? Welche Position hat sie da? Soll die trotz dieser stark sinkenden Zahlen verlängert werden über Ende Juni hinaus oder nicht? Wir haben darüber in der vorletzten Regierungspressekonferenz sehr ausführlich gesprochen, denn das eine ist ja etwas ganz anderes als das andere. Die Kollegin aus dem Gesundheitsministerium könnte vielleicht vortragen, wofür die Verlängerung der epidemischen Lage alles notwendig ist, welche Maßnahmen alles, das geht um die Impfverordnung, das geht um Einreiseverordnungen, das alles hängt an dem Beschluss, den nur der Bundestag fassen oder auch aufheben kann, einer epidemischen Lage. Das ist eine vollkommen andere Sache als die Bundesnotbremse, zu der die Bundeskanzlerin sich geäußert hat. Und insofern wird dieses im Bundestag dann zu besprechen sein. Kurze Nachfrage, aber eine Position dazu hat sie jetzt nicht. Naja, die Bundeskanzlerin hält es für sinnvoll, dass diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, so ist, glaube ich, der volle Begriff, verlängert wird. Aber es ist tatsächlich eine Entscheidung, die die Abgeordneten zu treffen und zu debattieren haben. Und dort wird das ja auch schon getan. Herr Reitschuster? Warum begrenzt man die Verlängerung nicht auf 4 Wochen, wie das ja die SPD laut Medien berichten wollte, Herr Seibert? Danke. Sie fragen mich jetzt nach einer parlamentarischen Debatte und dazu habe ich hier nichts beizutragen. Zusatz? Dann nicht als Frage nach der parlamentarischen Debatte, sondern nach der Position der Bundesregierung. Warum hält sie es für erforderlich, trotz sinkender Zahlen für 3 Monate das zu verlängern und nicht erst mal nur für 1 Monat? Danke. Doch, es ist eine Debatte, die im Deutschen Bundestag zu führen ist, eine Entscheidung, die im Deutschen Bundestag zu fällen ist. Und deswegen werde ich dazu jetzt hier nichts beitragen. Ja, auch hier wieder ein Ausweichen von Herrn Seibert. Vielleicht ist das die neue Taktik. Früher ist da ja manchmal durchaus dann eine gewisse Emotion ins Spiel gekommen, wollen wir das mal so nennen. Und jetzt einfach nach dem Motto, wir sagen gar nichts, ja, die Bundesregierung muss doch eine Einschätzung dazu haben. Und dann zu sagen, das macht nur das Parlament, wo wir alle wissen, wie die Bundesregierung durchregiert und wie stramm die Regierungsfraktionen das machen, was die Regierung tut. Also in meinen Augen verkauft man da den Zuschauer und nicht nur den Journalisten, der das fragt, für dumm. Das ist auch wieder meine Meinung. Achtung, Achtung, Desinformation, Propaganda, Rechtsradikalismus. Also, dass die Bundesregierung hier keine Meinung hat, dass sie sich dazu nicht äußert, das finde ich erstaunlich. Ja, in meinen Augen war heute wieder viel zu wenig Corona dran. Es war nur ein, ich schätze es wahrscheinlich immer zu gering. Ich hatte den Eindruck, 15 Minuten, vielleicht weniger, mehr müsste man jetzt nachschauen, aber so gefühlt ein Viertel der Zeit. Und es ist das Thema, das die Menschen am meisten bewegt. Und ich finde, da muss die Regierung wirklich massivst gegrillt werden. Schauen Sie sich noch ein paar andere Corona-Fragen an, einige von den wenigen. Und jetzt habe ich doch tatsächlich beim Aufsager eine eigene Frage vergessen. Aber wollen wir einmal ganz gutmütig sein und wollen wir das meiner Übernächtigung zuschreiben und nicht damit in Verbindung bringen, dass die Antwort doch, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, eher nichtssagend ist. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Herr Reitschuster, dazu? Nicht dazu, Corona. Ich glaube, wir haben den Punkt auch abgehandelt. Ja, dann bitte.
Israel will jetzt auf den grünen Pass verzichten, schafft den ab. In Großbritannien gibt es Diskussionen, ob man ihn nun doch einführt. Verfolgen Sie das? Hat das Auswirkungen auf die Pläne in Deutschland bzw. der EU mit dem grünen Pass? Danke. Also die EU-Pläne zum grünen Pass, dazu müssten Sie sich an die EU wenden. Ich kann Ihnen sagen, dass wir planen, in Deutschland bis zum Ende des zweiten Quartals einen digitalen Impfnachweis einzuführen. Das rechtliche Rahmenwerk dafür ist dieser grüne Pass der EU. Das kann ich Ihnen für Deutschland sagen. Zusatz? Wie sehen Sie dann die Kritikpunkte, die hier geäußert werden, die in Israel zur Abschaffung des grünen Passes geführt werden? Halten Sie die für substanziell oder halten Sie die für nicht substanziell? Danke. Also die Pläne der israelischen Regierung kann ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Es gibt noch einen Bericht von den Kollegen des Spiegels, dass mehr als 1 Milliarde Masken eingelagert werden sollen. Können Sie dazu was sagen? Naja, es gibt die Pläne der Bundesregierung, eine nationale Reserve Gesundheitsschutz anzulegen. In dem Bericht wird nahegelegt, dass es sich vor allem um Masken handeln soll, auch die vielleicht nicht die höchsten Qualitätsstandards hatten und die dann nach Ablauf auch stillschweigend vernichtet werden sollen. Können Sie dazu was sagen? Nee, Medienberichte kommentieren wir hier ja grundsätzlich nicht. Hey. Dafür aber sehr viel Ausland heute wieder, beziehungsweise dieses Dauerthema, was immer dran ist mit den Ortskräften in Afghanistan, wie man die zurückholt, finde ich ein wichtiges Thema. Ob es nun so wichtig ist, dass es jedes Mal gefühlt so groß drankommen muss, eine andere Frage. Auch wieder Klima war ein großes Thema. Ich mache einen ganz kurzen Zusammenschnitt wieder, hauptsächlich von Fragen. Ich erinnere nochmal daran, Antworten. Die gesamte Bundespressekonferenz sehen Sie zum Beispiel bei Phoenix. Da können Sie sich alles anschauen, die gesamte BPK. Dann haben Sie es völlig unverzerrt, aber ich kann hier nicht alles wiedergeben. Es geht mir darum, Ihnen auch einen Eindruck zu verleihen, was die Hauptinteressengebiete der Kollegen sind. Ein kurzer Ausschnitt. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Kollege? Ja, selber Jörg Ratsch von der dpa. Sie müssten ein bisschen lauter sprechen und näher ans Mikrofon, weil sonst können die Gebärdensprachdolmetscher Sie auch nicht hören. Das okay. Ist dann ganz blöd. So gut? Laut genug, super, okay. Vielen Dank. Herr Seibert, nochmal eine Frage zur MPK. Haben Sie jetzt nicht Corona erwähnt? Das heißt, das Thema wird gar nicht zur Sprache kommen? Man kann nie sagen, ob etwas gar nicht zur Sprache kommt, aber es handelt sich um die reguläre, also jetzt wieder dranseiende Besprechung zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Und weitere Fragen zu den Terminen gibt es offenbar nicht. Dann, Herr Feld, neues Thema. Ja, Frage ans BMU. Das ans was? BMU. Ach so. Das ist, glaube ich, nicht da. Das BMU? Wollte eigentlich da sein. Worum geht's denn? Sonst fühlt sich vielleicht jemand anders angesprochen. Es geht um den Bericht über mögliche Verschärfungen für Gebäude, Pflicht Solardächer ab dem kommenden Jahr, höhere Energiestandards. Da wäre einmal die Frage, was will die Bundesregierung damit genau erreichen und wie ist der interne Abstimmungsstand in der Regierung? Danke. Bitte? Dann? Ja, ich kann ja vielleicht mal was vorgeben und dann kommen die Experten aus dem Ressort. Wir wissen alle, Wärme und Verkehr müssen mehr zum Klimaschutz beitragen. Das Sofortprogramm, an dem die Bundesregierung arbeitet, wird deshalb auch Maßnahmen für den Gebäudebereich enthalten. Wie diese genauen Regelungen sein werden, das kann man heute noch nicht sagen. Dazu läuft die Ressortabstimmung und der greifen wir ja öffentlich nie vor. Eine Frage an Herrn Seibert. Zugegebenermaßen kam die... Auch Sie müssten ein Stückchen näher ans Mikrofon. Ich versuche so besser. Zugegebenermaßen erst kurz vor unserem Treffen hier kam die Meldung, dass der erste katholische Bischof, nämlich Reinhard Marx, der auch lange Zeit Vorsitzender der Bischofskonferenz war, dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat wegen des Verschuldens und einer Mitverantwortung im Missbrauchsskandal. Das sind jetzt meine Worte, aber er nimmt da Bezug auf den Missbrauchsskandal. Auch wenn die Meldung nicht sehr alt ist, mich würde eine Reaktion der Bundesregierung interessieren. Wie bewerten Sie das? Ich habe die Meldung auch erst kurz bevor ich hier ankam gehört. Das ist ein innerkirchlicher Vorgang, ein Vorgang innerhalb der katholischen Kirche, den ich als Regierungssprecher hier nicht bewerte. Herr Jessen dazu?
Kardinal Marx hat sein Rücktrittsangebot auch mit dem Satz angeboten, die Kirche sei an einem toten Punkt angelangt. Die Kanzlerin stammt selbst aus einem Pfarrhaushalt. Sie ist der christlichen Kirche, den Kirchen, eng verbunden. Teilt sie diese Einschätzung, dass Kirchen in Deutschland an einem toten Punkt angelangt seien? Darf ich darum bitten, Entschuldigung, Herr Seibert, dass hier die technischen Geräte leise bzw. ausgestellt werden? Dankeschön. Ja, Herr Jessen, die Regierungspressekonferenz dient ja dazu, dass man über die Themen der Bundesregierung, die Arbeit der Bundesregierung spricht. Und deswegen habe ich tatsächlich dieses nicht zu kommentieren. Ja, es wird aber gelegentlich auch, Herr Seibert, und Sie haben auch schon darauf geantwortet, bei relevanten politischen Fragen, die die Kanzlerin in ihrer doppelten Funktion auch als Person angehen. Das ist auch schon thematisiert worden. Gut. Es geht um eine Frage von Klaus Weidmann, ARD Fernsehen, afghanische Ortskräfte. Es gibt zunehmend Kritik an der Bundesregierung im Umgang mit den afghanischen Ortskräften, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben. Mit dem Abzug der Truppen aus Afghanistan müssen sie um ihr Leben fürchten. Die USA evakuieren ihre Ortskräfte. Warum kann Deutschland den afghanischen Ortskräften nicht auch unbürokratisch helfen? Ja, das Thema ist ja in den vergangenen Tagen wiederholt angesprochen worden. Unser Ziel ist es, den afghanischen Ortskräften unbürokratisch zu helfen. Ergänzend Christina Hoffmann, ZDF, nach einer neuen Studie von Diakonie und Brot für die Welt sind aus Deutschland abgeschobene Afghanen dort extrem gefährdet. Plant die Bundesregierung einen Abschiebestopp? Die Studie ist uns bekannt. Wie üblich gehen wir inhaltlich auf Studien an dieser Stelle nicht ein. Ein Abschiebestopp nach Afghanistan ist derzeit nicht geplant. Herr Jessen dazu? Das wiederholt eigentlich die zweite Frage der Kollegin. Verfügt das Innenministerium über eigene Studie, die den Ergebnissen des Gefährdungspotenzials in der zitierten Studie widersprechen? Die Bewertung der Situation in Afghanistan erfolgt unter Berücksichtigung des Berichts über die Situation in Afghanistan, der vom Auswärtigen Amt erarbeitet und vorgelegt und auch aktualisiert wird. Das war keine Antwort auf die Frage, ob das Bundesinnenministerium, die Bundesregierung über eigene Studien verfügt, die den Ergebnissen, die Sie nicht kommentieren wollen, widersprechen. Darf ich noch mal nachfragen? Ich weiß nicht so richtig, worauf Sie konkret hinaus. Bezieht sich auf die Studie, die Frau Buschow angeführt hat. Und Sie haben gesagt, die Studie sei Ihnen bekannt. Sie würden dazu aber nicht Stellung nehmen wollen. Deswegen ist die Frage, verfügen Sie über eigene wissenschaftliche Studie, die diesen Ergebnissen widersprechen? Da geht es ja um das Gefährdungspotenzial. Also die Studie ist uns über die Medienberichte, die heute erschienen sind, bekannt. Im Detail ist sie noch nicht ausgewertet. Das wird sicherlich geschehen. Auch dazu noch ein kleiner Hinweis, ohne die Studie zu kennen. Ich war selber schon in Afghanistan, dort leben 38 Millionen Menschen und sehr, sehr viele, wohl die große Mehrheit, lebt unter schrecklichen Bedingungen darunter. Sehr, sehr viele Frauen, sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Alte und Schwache, während bei uns in der Regel eher jüngere Männer sind. Und warum man sich dann vor allem darum kümmert, dass man glaubt, für diese jungen Männer sei es nicht zumutbar, zurückgeführt zu werden, obwohl ja im Wesentlichen illegal hier befindliche Menschen zurückgeführt werden und sich weniger um die Frauen, Kinder und Alten dort sorgt, so zumindest mein Eindruck. Das ist für mich immer noch ein Rätsel. Ich kann es nicht verstehen, wahrscheinlich gibt es eine Erklärung dafür, aber ich verstehe diese Fokussierung nicht, ohne ihr die Zulässigkeit absprechen zu wollen. Frau Buschow nochmal. Die Rückkehrer erhalten ja unter Umständen finanzielle Unterstützungen quasi für den Neustart in der Heimat. Haben Sie da vielleicht Zahlen mit, wie viele Rückkehrer haben finanzielle Unterstützung und in welcher Höhe bekommen? Es gibt mehrere Programme, die den Rückgeführten nach ihrer Ankunft in Afghanistan offenstehen, um dort wieder Fuß zu fassen. Dann Herr Tawfik-Nia mit einem neuen Thema. Frage an Herrn Alter und eventuell auch Herrn Seibert. In Österreich gibt es eine Kontroverse, nachdem die österreichische Regierung eine interaktive Islam-Landkarte vorgestellt hat. Diese Initiative wurde nicht nur von österreichischen muslimischen Verbänden kritisiert, sondern auch von deutschen Verbänden.
Nun gibt es mehrere Unionspolitiker, die eine ähnliche Karte für Deutschland fordern. Wie steht die Bundesregierung dazu? Wir kennen die Medienberichte über die Planungen, die in Österreich bestehen. Wir betrachten das als eine österreichische Angelegenheit. Vergleichbare Planungen in Deutschland gibt es derzeit nicht. Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte. Ja, so neu ist es nicht. Am Mittwoch habe ich die Frage gestellt, bezüglich Syrien gestellt, und da wollte das Außenministerium was nachtragen. Es geht darum, dass in der Stadt Manbij viele zivile Menschen gegen Repression von YPG auf die Straße gegangen sind und dabei auch viele Menschen gestorben sind. Wie bewertet die Bundesregierung die Vorgänge? Dazu haben wir nachgeliefert, und zwar an die BPK. Ich glaube, Sie haben es hoffentlich verteilt vielleicht. Dann verweise ich Sie gern nochmal darauf. Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nochmal gestern Abend geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, also uns sind Medienberichte dazu bekannt, aber wir haben keine eigenen Erkenntnisse über diese konkreten Proteste. Und deshalb gilt, was oft gilt, wir appellieren an alle Seiten, die dort irgendwie beteiligt sind, zu deeskalieren. Herr Jessen mit einem neuen Thema. Ja, geht ans Auswärtige Amt, Thema Israel-Regierungsbildung. Frau Adebar, wie beurteilt das Auswärtige Amt den gegenwärtigen Prozess? Und sind Sie schon im Kontakt mit denen, die möglicherweise es geschafft haben, eine, sagen wir, Anti-Netanjahu-Koalition zu bilden? Die Glückwünsche des von Herrn Maas haben Sie vielleicht gesehen, die sich an den Präsidenten gerichtet haben. Glückwünsche an eine neue Regierung gibt es ja auch ganz offizieller Art, erst wenn sie dann im Amt ist. Dann noch eine Frage von Dominik Gugemus, NBR, und zwar an das Gesundheitsministerium und das Innenministerium. Wie stehen die Ministerien zu der Forderung nach Modellprojekten und einer kontrollierten Freigabe von Cannabis, die die CDU-Abgeordneten Wendt und Rüddel in der Süddeutschen Zeitung ins Spiel gebracht haben? Im Bundesinnenministerium gibt es keine solchen Planungen. Ja, sehr spannend fand ich dann auch noch eine Frage von dem Kollegen Schuler von der BILD. Da ging es darum, also um einen unglaublichen Vorgang der Bundeszentrale für politische Bildung, wo eigentlich sozusagen die Steuerzahler, die finanzieren, gleichzeitig verächtlich gemacht werden von der Bundeszentrale. Schauen Sie sich das an. Herr Schuler mit einem neuen Thema, bitte. Ja, ich habe eine Frage ans Bundesinnenministerium. Herr Alter, die zu Ihrem Haus gehörende Bundeszentrale für politische Bildung verbreitet in Posts und Büchern die These, dass weiße Männer als Kartoffeln bezeichnet werden können aufgrund von vermeintlichen Privilegien. Fühlen Sie sich als weißer Mann als Kartoffel? Und hat der Bundesminister des Innern für Bauen und Heimat vielleicht eine eine konkrete Handreichung, wie man zur Süßkartoffel aufsteigen kann? Meine persönliche Meinung ist in diesem Fall nicht relevant. Es geht um die Auffassung des Ministeriums, und die ist sehr klar. Abwertende Äußerungen gegenüber Personen oder Personengruppen auf der Grundlage ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Religion oder Staatsangehörigkeit sind nicht hinnehmbar. Diese Prämisse ist auch für die Bewertung von Publikationen und die politische Bildungsarbeit maßgeblich. Dabei muss man berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Intention des Senders ankommt, sondern insbesondere auch um die Frage, wie eine solche Äußerung beim jeweiligen Empfänger aufgenommen wird. Es geht ja hier um das Projekt Say My Name. In diesem Projekt geht es um Fragen der Zugehörigkeit und Ausgrenzung, um Privilegien, um Solidarität in unserer Gesellschaft mit der im Zentrum stehenden Frage, wie bzw. in welcher Gesellschaft wollen wir zusammenleben. Der Anspruch dieses Projekts und der dort geförderten Person ist es, sich für gesellschaftlich wichtige Werte wie Vielfalt, Respekt, Emanzipation, Recht und Gleichheit einzusetzen. Der am 2.6. veröffentlichte Post auf Instagram zeigt, dass es dem Projekt selbst nicht gelingt, diesen Ansprüchen immer gerecht zu werden. Das BMI hat die Bundeszentrale für politische Bildung gebeten, das Projekt Say My Name insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Der entsprechende Post wird mit einem Kommentar versehen und klargestellt. Denn die wichtige Auseinandersetzung mit Rassismus
darf nicht so geführt werden, dass andere Gruppen ausgegrenzt oder diskriminiert und herabgewürdigt werden. Für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass Meinungsäußerungen zu aktuellen Fragen unseres gesellschaftlichen Miteinanders respektvoll und ohne abwertende Unter- oder Zwischentöne vorgetragen werden. Das gehört zum politischen Selbstverständnis unseres Hauses. Dann Frau Büschel mit einem neuen Thema, bitte. Und da wollte ich schon eine Nachfrage stellen, aber dann ging es so schnell das nächste Thema los, dass es weiterging. Ich wollte nämlich fragen, was für Konsequenzen da vorgesehen sind, ob man da nicht mal an personelle Konsequenzen denkt. Der Vorsitzende dieser Bundeszentrale ist ein alter SPD-Mann, wurde früher oft gewechselt, jetzt nur noch SPD. Und da kommt eigentlich ein Skandal nach dem anderen. Da wurde Linksextremismus schon verharmlost, dann hatten sie eine große CD herausgegeben, Heimatlieder aus Deutschland, ohne einen einzigen deutschen Titel. Und sehr, sehr oft hat man den Eindruck, dass diese Bundeszentrale eben eine sehr, sehr eindeutige ideologische Ausrichtung heute hat. Und da wäre doch die Frage gewesen, wie die Konsequenzen sind. Aber ich kam leider nicht mehr dran, war zu langsam. Ich muss mich schneller melden. Das habe ich heute nicht geschafft. Dann hatte ich noch eine Frage zur Ukraine, schauen Sie sich die an. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch, Herr Reitschuster, bitteschön. Eine Frage an Herrn Seibert. Sehen Sie mir es nach, sollte die schon gestellt worden sein, während ich abwesend war, die Forderung von Herrn Habeck bzw. der Vorschlag, Waffen an die Ukraine zu liefern. Gibt es dazu schon eine Stellungnahme der Bundesregierung? Danke. Ja, das ist tatsächlich hier Thema gewesen und das können wir Ihnen nachreichen, dann ersparen Sie sich im Protokoll nachzugucken. Sie könnten es aber auch selber tun. Zusatz? Dann doch noch eine Nachfrage, weil ukrainische Journalisten, die beklagen, sie fühlen sich von der Bundesregierung alleingelassen. Sie sagen, nur mit den Worten gäbe es Unterstützung und nicht in den Taten. Wie steht die Bundesregierung zu solchen Vorwürfen? Danke. Die Bundesregierung hat sich seit 2014, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, ja, da lasse ich die Antwort einfach für sich stehen. Schauen Sie noch mal auf meine Seite mit dieser Geschichte mit der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Da habe ich viel dazu gemacht. Sehen Sie sich das an. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Sonntag ab 18 Uhr mache ich einen Live-Ticker auf meiner Seite zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Die wird ganz, ganz wichtig. Die könnte auch in vielen vorentscheidend sein für die Bundestagswahl 2021. Warum? Da schreibe ich auch noch einen Vorbericht. Alles Gute, danke, ciao, auf Wiedersehen. Ganz kurz noch einen Hinweis, hätte ich noch sogar zwei interessante Berichte auf meiner Seite. Zum einen hat der Alexander Wallasch für mich die Maybrit Illner-Sendung besprochen und sehr faszinierend. Überschrift: Ex-SED-Mitglied will die Ostdeutschen gegen die AfD impfen. Sehr spannend, wie er die Sendung da beschreibt und vor allem interessant, wie diese DDR-Journalistin, Ex-SED-Mitglied Maybrit Illner, heute sozusagen eine Vorkämpferin an der journalistischen und politischen Front ist. Und das Zweite, es geht um den Arzt, einer der bekanntesten Corona-Maßnahmen-Kritiker, der sich jetzt das Leben genommen hat, offenbar infolge der Krise und der Politik und alles, was hier geschieht. Und normalerweise berichten wir nicht über Selbstmorde. In diesem Fall haben wir es mal gemacht. Und auch hier der Hinweis, wer depressiv ist, der möge sich bitte dringend unbedingt sofort an die Telefonseelsorge wenden, wenn er irgendwelche Gedanken von Suizid hat. Ja, leider traurige Note heute am Schluss. Alles Gute, schönes Wochenende, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und als Backstage heute noch ein Witz, wenn ich ihn zusammenbekomme, da streiten sich ein Franzose, ein Italiener und ein Russe darüber, was für eine Nationalität Jesus Christus hatte. Und der Italiener sagt, nein, er war so ein großer Redner, er war so talentiert, das muss ein Italiener gewesen sein. Sagt der Franzose, er hat alle geliebt und so viel Liebe, das muss ein Franzose gewesen sein. Und dann sagt der Russe, noch ein Kommunist, nein, er muss
Russe gewesen sein, nämlich Kommunist. Denn wenn man nichts hat und nackt am Kreuz hängt und glaubt, man ist Sohn Gottes, das geht eigentlich nur im Kommunismus. Ich hoffe, damit habe ich keine religiösen Gefühle verletzt. Christentum besteht ja auch darin, dass man Humor hat, und es geht ja hier um ein Erzählen über Name der Rose, Christentum, Humor. Ja, die, die den Roman kennen, die verstehen es. Für die anderen wäre es zu erklären jetzt zu schwierig. Alles Gute, Grüße aus dem Regierungsviertel vom Schiffbauerdamm an der Bundespressekonferenz. Ciao, schönes Wochenende.